Die AfD vor den Toren der Macht. Bei den Landtagswahlen in Ostdeutschland im Herbst wollen Rechtsextremisten an die Regierung. Was wäre, wenn ihnen das tatsächlich gelänge? Wie sähe ein Staat aus, der von der AfD regiert werden würde? Was würde sich ganz konkret verändern für die Demokratie, den Sozialstaat, die Menschenrechte? Und wäre ein Verbot der Partei tatsächlich sinnvoll? Ja, darüber diskutieren wir mit klugen Gästen. Mein Name ist Georg Restle. Willkommen bei Studio M. Und das sind meine Gäste heute. Ich begrüße Marco Wanderwitz von der CDU. Er ist ehemaliger Ostbeauftragter der Bundesregierung, kennt den Osten gut, kennt die AfD gut und ist ausdrücklich für ein Verbot der AfD. Hallo, Herr Wanderwitz. Ich grüße Sie, Herr Restle. Hallo. Dann ist bei uns Klaus Leggewi, Politikprofessor aus Gießen. Auch er hat sich intensiv mit der AfD beschäftigt. Er ist ausdrücklich gegen ein Verbot der Partei. Hallo, Herr Leggewi. Hallo, ich grüße Sie. Und dann ist bei uns Ronen Steinke, rechtspolitischer Korrespondent der Süddeutschen Zeitung. Hallo, Ronen Steinke. Wenn ich das richtig verstanden habe, bist du ausdrücklich für ein Verbot der AfD. Ich bin für ein Verbot der AfD. Und dann sitzt bei mir im Studio Julia Regis, Kollegin von Monitor. Sie hat zusammen mit der Kollegin Veronique Gantenberg einen sehr sehenswerten Film gemacht, Der AfD-Staat. Was wäre, wenn Rechtsextremisten in Deutschland tatsächlich an die Macht kommen würden? Hallo Julia. Hallo. Ja, Julia, ihr habt euch jetzt monatelang mit der AfD beschäftigt, habt Programme gewälzt, habt Aussagen der Partei euch angeschaut, habt auch mithilfe künstlicher Intelligenz mal einen Blick in die Zukunft gewagt. Für wie gefährlich hältst du die AfD, gerade wenn es um Angriffe auf Institutionen dieses Staates geht, wenn es um Grundsätze dieser Demokratie geht, des Rechtsstaats, des Sozialstaats? Für extrem gefährlich. Also ich glaube, es gibt im Moment keine größere Bedrohung für diese Demokratie als eine AfD an der Regierung, sowohl was das für den Rechtsstaat, für die Justiz bedeutet, für Verfassungsgerichte, die die AfD jetzt schon angreift, für Bildungspolitik, für Menschenrechte wie Religionsfreiheit, für Meinungsfreiheit, für die Freiheit der Presse, die die AfD bereits jetzt versucht einzuschränken und unter Beschuss nimmt. Jetzt geht es ja vor allem um die Landtagswahlen im Osten, in Thüringen, Brandenburg und Sachsen. Wenn jetzt in einem dieser Länder es tatsächlich der AfD gelänge, den Ministerpräsidenten zu stellen, was könnte die AfD dann tatsächlich schon ganz konkret machen? Ganz konkret könnte sie die ganze Verwaltungsmacht, die hinter so einer Landesregierung steht, umgestalten und so gestalten, wie ihr das passt. Da geht es um politische Beamte, um Chefs und Chefinnen von Ministerien und Behörden. Da geht es auch um das Landesverfassungsgericht, um die Besetzung dort, um die Ernennung von Richtern und Richterinnen. Da geht es aber zum Beispiel auch um die Bildungspolitik, die ist Ländersache und da ist die AfD bereits jetzt relativ klar, wenn es um Inklusion geht. Kinder mit Behinderung an Schulen hat Björn Höcke im Sommer erst einen Belastungsfaktor genannt. Es geht um den Kampf gegen rechts, den die AfD einstellen will. Also auch um die ganzen Fördergelder, die so eine Landesregierung für beispielsweise Demokratieprojekte vergibt. Jetzt sagt die AfD ja immer, wir sind eigentlich die Partei der Demokratie. Wir haben Vorstellungen von Mitbestimmung, direkter Demokratie in unseren Programmen. Wie kann man nur uns vorwerfen, dass wir eine Gefahr für die Demokratie seien? Was sagst du dazu? Naja, wenn es dann konkret wird, dann sieht man eben doch, worum es der AfD geht, nämlich nicht um eine Pluralität von Meinungen beispielsweise. Das sieht man daran, wenn Pressevertreter, wie zum Beispiel auch wir, versucht werden, ausgeschlossen zu werden von Landesparteitagen. Das sieht man daran, wie Angriffe auf verschiedene Journalisten, Journalistinnen stattfinden. Da ist der AfD-Presse so lange genehm, solange sie in ihrem Sinne berichtet, sobald es kritisch wird, eben nicht mehr. Da geht es aber auch um die Freiheit beispielsweise von Lehrern und Lehrerinnen, wo die
wo ein Björn Höcke dann sagt, es bringt nichts, wenn wir nur die Lehrpläne umgestalten und dann Lehrer sich weigern, das auch umzusetzen. Also auch da sieht man ja, es wird erwartet, dass dann genau das gemacht wird, was ihren Vorstellungen entspricht und eben keine Vielfalt mehr, keine demokratischen Grundwerte mehr gelten. Danke, Julia. Ja, ich kann den Film sehr empfehlen in der ARD Mediathek und auch auf YouTube. Wer ihn noch nicht gesehen hat, dringende Schauempfehlung. Ja, Herr Wanderwitz, Sie kennen den Osten sehr gut. Sie waren Ostbeauftragter der Bundesregierung. Sie kennen auch die AfD ganz gut. Sie haben gehört, was Julia Reges gesagt hat. Für wie gefährlich halten Sie die AfD insbesondere auch für die demokratischen Institutionen in diesem Land? Also zunächst einmal ist da jetzt schon viel Richtiges und Wichtiges dabei gewesen. Was ich ganz gern ergänzen möchte, ist, dass die AfD in den neuen Bundesländern, in weiten Teilen der neuen Bundesländer, de facto Volksparteistatus hat. Das ist nicht schön, das anzuerkennen, aber das muss man. Sie haben es in den 10 Jahren, seit es sie gibt, geschafft, insbesondere die ländlichen Räume der neuen Länder so zu durchdringen, dass sie dort regelmäßig Wahlergebnisse oberhalb der 30% erzielen. Jetzt beispielsweise in Mittelsachsen am Wochenende mit 60% im ersten Wahlgang wieder eine Bürgermeisterwahl gewonnen haben, wo ein Landtagsabgeordneter der AfD angetreten ist. Es ist also der Status erreicht, dass man sozusagen in der Demokratie mit nicht-demokratischen Positionen bei demokratischen Wahlen Mehrheiten erreichen kann. Und das ist natürlich für eine Demokratie eine hochbrisante Situation, weil das der Punkt ist, wo man die Demokratie sozusagen mit demokratischen Mitteln abschaffen kann. Und das ist natürlich trotzdem etwas, was Demokratinnen und Demokraten nicht hinnehmen können dürfen. Glauben Sie, dass das, was wir immer wehrhafte Demokratie nennen, ein zahnloser Tiger ist im Umgang mit der AfD, gerade wenn man sieht, wie erfolgreich die AfD ja trotz aller politischen Interventionen ist oder auch trotz der Bewertung durch das Bundesamt für den Verfassungsschutz und die Landesämter, die die Partei ja im Osten eindeutig als rechtsextremistische Partei bewertet haben? Also zum einen ist es so, dass ich will mal sagen, vor den großen Protesten, die jetzt sich nach den Korrektivrecherchen zu den Umtrieben in Potsdam entwickelt haben, sowas wie der breite Aufstand der Zivilgesellschaft eigentlich ausgeblieben war. Das ist jetzt anders. Ich bin durchaus positiv, was diese Demonstrationen betrifft, was das Aufbegehren der Demokratinnen und Demokraten betrifft. Aber es ist nicht ausgemacht, dass in den von mir beschriebenen Regionen das noch zu einem Rückkippen von Kipppunkten führen wird. Was die Demokratie als solches sozusagen den Staat und seine Wehrhaftigkeit betrifft, ist es natürlich schon so, dass wir da einiges im Instrumentenkasten haben. Und das schärfste Schwert, was wir zur Verfügung haben, ist eben die Möglichkeit eines Parteienverbotsverfahrens nach Artikel 21 Grundgesetz. Da kommen wir gleich dazu, ja. Da kommen wir noch dazu, richtig. Und die große Frage ist eben, sind wir an diesem Punkt, sind wir an einem Punkt angekommen, wo Landesverbände und möglicherweise bald eine gesamte Partei als gesichert rechtsextrem eingestuft ist, gleichwohl bei Wahlen gute Ergebnisse erzielt. Und was machen wir dann? Herr Wanderwitz, das ist ja auch eine schwierige Lage für Ihre Partei, für die CDU. Wir wissen ja, dass wenn die Wahlergebnisse so sind, wie es die Umfragen zum Teil vorhersagen, es für die CDU schwer werden könnte, wenn sie den Ministerpräsidenten stellen will, weil ihr möglicherweise keine Möglichkeit einer Mehrheit ohne die AfD ohne Sarah Wagenknecht nur noch möglich ist. Wie bewerten Sie das und wie stehen Sie da in dieser Debatte? Sagen Sie auch, im Zweifelsfall muss man mit den Linken möglicherweise koalieren oder sich von den Linken tolerieren lassen, um zu verhindern, dass die AfD auch nur in Reichweite der Macht kommt? Also zunächst einmal ist es eine schwierige Situation für alle Demokratinnen und Demokraten, wenn eine rechtsradikale Partei wie die AfD solche Wahlergebnisse erzielt, wie sie ausweislich der Umfragen in Brandenburg, in Thüringen und Sachsen möglicherweise im Herbst erzielen wird. Und was die CDU betrifft, haben wir einen mittlerweile Jahre alten Unvereinbarkeitsbeschluss mit AfD und Linkspartei. Und ich werbe dafür, dass wir uns den nochmal anschauen. Und zwar nicht, was die AfD betrifft, denn die ist radikaler geworden in dieser Zeit, sondern ich finde, wir müssen uns die Linkspartei nochmal genauer anschauen. Denn die hat sich deradikalisiert.
Und ich finde, wir müssen uns auch insbesondere zwei der Neugründungen, die in den letzten Wochen stattgefunden haben, genau anschauen, nämlich zum einen die Partei von Frau Wagenknecht und zum anderen die Partei von Herrn Maaßen. Das sind ja beides Parteien neuen Typs, die sozusagen von einer Führungspersönlichkeit geführt werden, und alles Weitere weiß man noch nicht so genau. Wenn man sich die beiden aber anschaut und ihre Äußerungen in den letzten Monaten anschaut, dann spricht bei beiden vieles dafür, dass man sie sich eben sehr genau anschauen muss und möglicherweise zu dem Ergebnis kommt, dass das für Demokratinnen und Demokraten keine geeigneten Partner sind. Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, dann doch eher mit den Linken als mit Herrn Maaßen oder Frau Wagenknecht. Ihrer Da Meinung bin nach. ich persönlich noch nicht abschließend entschieden. Ich habe das ja auch nicht allein zu entscheiden, sondern da hat eine ganze Partei sich eine Meinung zu bilden. Weil ich frage ja nach Ihrer Meinung. Ja. Man kann das auch noch ein Stückchen vor sich herschieben. Aber klar ist, Sie haben völlig recht damit, es könnte im Herbst ein Umstand eintreten, wo man in Landtagen plötzlich keine Mehrheiten mehr hat, die unzweifelhaften Demokratinnen und Demokraten erreichen. Und ja, ich finde, es ist jetzt der Zeitpunkt, sich das genauer anzuschauen. Und ich mache da bei der Linkspartei mittlerweile ein Fragezeichen und mache ein großes Fragezeichen bei Wagenknecht und Maaßen, was die Ersteinstufung betrifft, die wir als Partei sozusagen vornehmen sollten. Vielen Dank, Herr Wanderwitz, soweit. Dann gebe ich mal direkt weiter an Klaus Leggewie. Herr Leggewie, Sie haben gehört, was Julia Reges gesagt hat, auch was Herr Wanderwitz gesagt hat. Wo sehen Sie denn die größte Gefahr bei der AfD, insbesondere vor dem Hintergrund der Umfrageergebnisse und der Möglichkeit, dass es in dem ein oder anderen Bundesland im Osten für die AfD möglicherweise reichen würde, für eine Regierung? Man muss da gar nicht über die Zukunft spekulieren, sondern man kann nach Ungarn und Polen schauen und auch in andere Länder, in denen die Ultrarechten die Macht ergriffen haben. Dort sieht man, was passiert. Die Gewaltenteilung wird angegriffen, der Rechtsstaat wird ausgehöhlt. Wir haben über die Gerichte schon gesprochen. Es wird im bildungs- und kulturpolitischen Bereich ein richtiger Backlash eingeleitet. Es werden viele Dinge in der Migrationspolitik nicht mehr zu machen sein, die ein legales und humanitäres Einwanderungspolitik voraussetzen würde. Das heißt, wir müssten in diese Länder schauen. Dort sehen wir, wie leicht es möglich ist, den Rechtsstaat zu zerstören und wie schwer es ist, siehe Polen, diesen Rechtsstaat wieder zurückzubauen. Das heißt, die Gefahr liegt genau darin, dass hier tiefgreifende Veränderungen der Demokratie vorgenommen werden. Und wir haben ja gesprochen über das Demokratieverständnis. Also Viktor Orban kann immer sagen, wieso, was wollt ihr? Ich bin viermal gewählt worden. Das ist eine Zustimmungsautokratie, genau wie wir die in Sachsen und in Thüringen und in vielen anderen Regionen erleben könnten. Dann wird es schwierig, aber man muss darauf hinweisen, dass hier ein anderes Verständnis von Demokratie vorherrscht, der selbsternannte Volkskanzler Österreichs, Herr Kickl, der dort die FPÖ mit ähnlichen Mehrheiten anführt wie die AfD zum Beispiel in Thüringen, der sagt, das Volk steht über dem Recht. Und da zeigt sich, was gemeint ist. Das heißt, durch eine plebiszitäre, durch Volksabstimmungen herbei dokumentierte Volksmehrheit, angebliche oder tatsächliche Volksmehrheit, setzt sich dann über die Gerichte, setzt sich über den Rechtsstaat. Wir denken immer, Demokratie ist Mehrheit. Demokratie ist mehr als Mehrheit. Sie hat was mit der Gewaltenteilung zu tun, mit dem Schutz von Minderheiten. Damit meine ich auch Opposition. Und sie hat etwas zu tun mit dem Schutz auch von öffentlich-rechtlichen und allen Medien. Auch da wird ja vieles Ihnen schon angedroht. Den öffentlich-rechtlichen Medien werden zum Beispiel da natürlich Gelder entzogen und dergleichen mehr. Das heißt, wir werden es zu tun haben, würden es zu tun haben mit einem großen Backlash. Ich bin nicht der Meinung, dass dieser eintritt. Ich bin der Auffassung, dass auch ohne jedes Verbot und andere Können wir scharfe gleich Schwerter des Rechts. zum Verbot kommen wir gleich. Ich würde gerne auch diesen einen Punkt, den Sie gemacht haben, nachhaken. Das heißt, Sie gehen oder befürchten, dass es auch eine Unumkehrbarkeit gibt. Also es gibt ja Leute, die sagen, lass sie doch mal an die Macht kommen, dann entzaubern die sich schon. Aber mit dem Hinweis auf Ungarn, wenn ich Sie richtig verstanden habe, befürchten Sie schon längerfristige Auswirkungen auf die demokratischen Institutionen. Ja, die AfD würde sofort mit dem Umbau der parlamentarischen Demokratie, der repräsentativen Demokratie beginnen. Und deswegen habe ich auf Polen verwiesen. Da sieht man, wie schwer es Donald Tusk fällt, das, was die PiS angerichtet hat, übrigens hier noch im Bündnis mit weiter rechts stehenden Kreisen,
wieder zurückzubauen. Und man würde es auch in den Vereinigten Staaten erleben. Sie sehen ja jetzt bereits, wie Donald Trump Gerichte angreift. Also ich denke, hierin besteht die größte mögliche Gefahr. Wenn wir jetzt auf die Demonstrationen schauen, die es ja auch in vielen ostdeutschen Städten gegeben hat, also mit zum Teil erstaunlichen Teilnehmer- und Teilnehmerinnenzahlen, wie bewerten Sie das? Glauben Sie, dass da tatsächlich nochmal eine Veränderung auch in den Stimmenzahlen oder den Zustimmungswerten für die AfD daraus entsteht? Oder befürchten Sie eher, dass sich der Graben vertieft, insbesondere in Ostdeutschland? Das kann man noch nicht so richtig genau aus den Daten nehmen. Also wir haben eigentlich drei Tendenzen. Die eine ist, dass in Westdeutschland tatsächlich die Zustimmung zur AfD sinkt. Das bewirkt dann ein Absinken in den nationalen Umfragen von circa 20 auf 18% in diese Richtung. Dann haben wir Ergebnisse in Ostdeutschland, wo es entweder mehr Stimmen für die AfD gibt oder zum Beispiel so etwas wie jetzt in der angesprochenen Bürgermeisterwahl in Sachsen. Und dann haben wir, das finde ich sehr wichtig, dass wir darauf immer auch eingehen, wenn wir über die AfD sprechen, haben wir die Europawahlprognosen. Und die Europawahlprognosen sind ganz verheerend, weil hier tatsächlich die AfD momentan noch zunimmt, weil viele Leute denken, die Europawahlen sind so eine Nebenwahl, da gehe ich als aufrechter Demokrat, brauche ich gar nicht hingehen, das interessiert mich nicht, während die AfD all ihr Potenzial mobilisieren wird. Deswegen rufe ich dazu auf, dass alle Menschen zur Europawahl gehen. Die Beteiligung liegt da immer bei 60%. Die muss sich steigern, damit auch das Europaparlament sich schützen kann vor einer großen Koalition der beiden Rechtsblöcke und auch davor schützen kann, was wir jetzt schon an einigen Punkten gesehen haben, dass die Brandmauer, von der immer in Deutschland die Rede ist, im Europäischen Parlament schon angeknabbert wird. Das heißt, es gibt jetzt eine Abstimmung der Europäischen Volkspartei mit den Rechten, um eine klimapolitische Maßnahme zu verhindern und knapp durchgekommen mit Stimmen der Christdemokraten aus Portugal und einem anderen Land ist ein Naturschutzgesetz. Das heißt, auch hier sehen wir, wozu die AfD eigentlich am Ende dient. Ihre Funktion wird darin bestehen, eine Mehrheit gegen die Klima-, gegen die Energiepolitik, gegen die europäische Einigung zu führen. Und das halte ich für fast noch gefährlicher als das, was wir möglicherweise in einigen Ländern in Deutschland erleben werden. Ja, vielen Dank, Herr Legge, wie soweit. Ronen Steinke, ich sagte es, rechtspolitischer Korrespondent der Süddeutschen Zeitung und hat sich auch intensiv mit der AfD befasst. Ja, worin sehen Sie eigentlich die größere Gefahr, dass die AfD an die Macht kommen könnte oder dass es so, wie es Herr Legge wie gerade beschrieben hat, zu Verschiebungen kommt im politischen System, dass im Prinzip die AfD auch ohne, dass sie an der Macht wäre, diesen Staat angreifen könnte? Ich glaube, die Gefahr ist, dass sie an die Macht kommt, ganz klar. Das Programm der AfD muss man, glaube ich, ein bisschen unterscheiden von den Methoden der AfD. Das ist, wenn wir so uns über die Frage Gedanken machen, was für Gefahren eigentlich unserer Demokratie drohen und was für eine Wehrhaftigkeit wir brauchen, eine ganz wichtige Unterscheidung. Die Qualifizierung von Ultrarechts, ja, von die Herr Legge gerade vorgenommen hat, für die Parteien in Ungarn und in Polen, würde ich mal ein Fragezeichen hintersetzen. Das sind Parteien gewesen, also die Partei von Herrn Orban und auch die PiS-Partei in Polen, die eigentlich bürgerliche, kleinbürgerliche Parteien gewesen sind. Also ein bisschen so eher wie die CSU, ja, ein bisschen bäuerlich und keineswegs stramme Faschisten, die irgendwie mit Springerstiefeln auftreten. Das sind kleinbürgerliche Parteien, die einem Machtrausch erlegen sind, die so sehr Gefallen an der Macht gefunden haben, dass sie Methoden entwickelt haben, diese Macht nicht mehr aus der Hand zu geben. Und ich glaube, diese Versuchung, der kann also letztlich jeder erliegen. Also der können auch andere als nur Rechte erliegen. Und ich glaube, das ist wichtig, das zu trennen und sich klarzumachen, wer immer solche Methoden anwendet, also die Regeln des fairen Umgangs miteinander in der Demokratie zu verändern, zu manipulieren, sodass nur für ihn und für seine Mitstreiter am Ende das gut funktioniert, das ist die wahre Bedrohung. Und ein konkretes Beispiel, was mir jetzt in den letzten Tagen vor Augen getreten ist, ist im Saale-Orla-Kreis, wo ein CDU-Kandidat angetreten ist, der auch Generalsekretär der CDU in Thüringen ist, mit einer Programmatik, die ich wirklich haarsträubend finde, ja, wo es darum geht, also Geflüchtete sollen zu Zwangsarbeit verpflichtet werden. Und am besten soll man also gar keine Grundsicherung mehr auszahlen an Leute, also ein
Programm, was in manchen Punkten sich gar nicht so sehr unterscheidet vom rechtspopulistischen Sound der AfD. Und trotzdem ist es richtig, dass sich alle Demokratinnen und Demokraten dafür entschieden haben, diesen Mann zu wählen, ja, als sozusagen gegen Kandidaten, als einzige Verbliebenen zur AfD, weil zumindest man da vertrauen darf, dass es ein Demokrat ist. Der wird 4 Jahre lang sein Programm machen und dann wird er sich aber fair auch wieder einer Wiederwahl stellen und dann wird es auch wieder die Möglichkeit geben, was anderes zu wählen. Und wenn man aber jemanden hätte von der AfD, der meinetwegen dieselbe Programmatik hat, allein aufgrund der Methodik, für die die AfD bekannt ist, hat man dieses Vertrauen nicht. Aber gerade der Punkt Methodik, wie würde denn die AfD das ansetzen? Wir haben ja darüber gesprochen, sie würde natürlich Verwaltung, es ist ja deutlich gesagt worden, man will die Verwaltung säubern, hieß es damals schon, als der erste Landrat in Sonneberg der AfD als Wahlsieger festgestellt wurde. Und es gibt ja auch andere Mechanismen, wie man tatsächlich eingreifen könnte. Es wurde ja gerade angesprochen, der Hinweis auf Ungarn, wo die öffentlich-rechtlichen Medien angegriffen worden sind, wo Einfluss aufs Verfassungsgericht genommen würde. Was würde die AfD ganz konkret als Instrumente anwenden, um diesen Staat zu verändern, vielleicht auch über ein Bundesland wie Thüringen hinaus? Also man kann zum einen an die legalen Möglichkeiten denken, ja, die im Film von Julia Reges eine Rolle gespielt haben, die Verfassungsrechtler rund um Maximilian Steinbeis erforschen das gerade. Also wo kann man an Rädchen drehen, wo kann man das Staatsgefüge so manipulieren, dass es praktisch die Opposition erdrückt und dass es die freie Presse in die Schranken weist. Man kann aber auch an die illegalen Mittel denken. Und das ist nicht so fernliegend. Ja, wir hatten dieses Komplott, was aufflog, wo Reichsbürger mit Waffengewalt in den Bundestag eindringen wollten und dort also Leute in ihre Gewalt bringen wollten, das wird jetzt gerade von der Bundesanwaltschaft vor Gericht gebracht. Und eine der Angeklagten dort ist eine AfD-Abgeordnete, die also ihre Einflussmöglichkeiten, ihre Einblicke in den Bundestag mutmaßlich nutzen wollte, um da Gewalttätern Zutritt zu verschaffen. Also man darf auch das nicht aus den Augen lassen, abseits von all den legalen Möglichkeiten, dass die AfD auch eine Partei ist, zumindest sieht es da an vielen Stellen danach aus, die auch bereit ist, auf Gewalt zu setzen. Und ich glaube, das ist der Punkt. In vielen anderen Punkten können wir uns in der Demokratie auch aushalten. Ja? Wir können auch akzeptieren, dass man streitet, dass der eine ist links, der andere ist rechts, dass man sagt, gut, dann hat jetzt mal der gewonnen, dann nächstes Mal gewinnen wieder die anderen. Aber es gibt eine Sache, das können wir nicht dulden. Das ist, wenn Leute die Baseballschläger auspacken. Und das ist etwas, wo sich bei der AfD die Zeichen mehren. Und daran, finde ich, sollten wir viel mehr Anstoß nehmen als an einzelnen Fragen der Programmatik. Und ist das der Grund, warum du ganz klar sagst, ich bin für ein Verbot der Partei jetzt? Also beim Bundesverfassungsgericht, dass er die Entscheidung zu treffen hätte, sitzen nicht irgendwelche politischen Heißsporner, sondern sitzen ganz nüchterne Richterinnen und Richter, die sich die Sache angucken mit einer Beweisaufnahme und die 2 Fragen beantworten müssen. Die erste Frage ist, will diese Partei die Demokratie umstürzen? Ja, wollen die ja ein anderes Regelwerk haben? Und ich glaube, da spricht eine ganze Menge dafür, dass die Antwort da ja wäre im Moment. Und die zweite Frage ist, haben die AfD-Leute auch eine reale Möglichkeit dazu? Und die 2. Frage würde ich auch sagen, spricht eine Menge dafür, dass man das mit Ja beantworten muss bei der Frage Werten. So, und das würde ich gerne jetzt mal vom Gericht geklärt haben. Ich glaube, der jetzt mal im juristischen Terminus, der Anfangsverdacht ist so groß, dass es fahrlässig wäre, das jetzt nicht von Fachleuten prüfen zu lassen, die auch andere Möglichkeiten haben, sich das alles anzusehen, als wir, ja, die wir als journalistische Beobachter ja dann noch am Rand stehen und vielleicht nicht immer hinter die Kulissen gucken können. Ja, erstmal danke für den Opener zum Thema Parteiverbot AfD. Julia, du bist ja viel auch mit Veronique Gantenberg zusammen jetzt im Osten unterwegs gewesen. Was ist dein Eindruck? Welche Rolle spielt diese Parteiverbotsdebatte einerseits in der Partei, aber auch bei den Anhängern der Partei? Also bei beiden eigentlich spielt die insofern eine Rolle, dass sie sich in das einfügt, was die Partei schon seit Jahren bespielt. Wir leben in keiner Demokratie, wir leben in einer DDR 2.0 angeblich. Das heißt, dieses System muss bekämpft werden. Und das ist dann die Erzählung der AfD-PolitikerInnen, zum Beispiel von Alice Weidel,
wir werden jetzt zu stark, deshalb will man uns verbieten. Wir werden ihnen jetzt gefährlich und jetzt schlägt quasi der Linksstaat, wie die AfD das dann nennt, zurück und will uns verbieten. Und das merkt man schon auch, dass das genau wie aber diese Erzählungen davor, wenn es um die Einstufung durch den Verfassungsschutz ging, dass das bei den Anhängern und Anhängerinnen verfängt. Also das merkt man auf Demos, wenn man mit den Leuten spricht und über die Einstufung der Partei spricht, über ein mögliches Verbot, dann kommt genau das, dass die Behörden, die dafür zuständig werden, die Institutionen, die das prüfen müssten, nicht unabhängig sind, dass die zu so und so viel Prozent von der SPD, zu so und so viel Prozent von der CDU besetzt wären. Also das verfängt aber auch schon ohne die Verbotsdebatte, wenn es eben um die Einstufung der Partei und um den Umgang mit der Partei geht, weil das die AfD die ganze Zeit schon bespielt. Ja, Herr Wanderwitz, Sie sind ja auch für ein Verbot und Sie kennen ja auch die Argumente dagegen, Opfermythos, das Ausnutzen dieser Debatte in Teilen der AfD, dass man in diese Widerstandsrhetorik geht und dass diese Verbotsdebatte möglicherweise Wasser auf die Mühlen dieser AfD-Propaganda ist. Trotzdem sind Sie für ein Verbot. Warum? Weil ich glaube, dass diese Rhetorik, diese Propaganda unabhängig von einem Verbotsverfahren so oder so stattfinden würde, wie sie ja auch schon stattfindet. Man stilisiert sich zu den einzigen Demokratinnen und Demokraten, stellt sich sozusagen ständig in einer Opferrolle dar, wenn die anderen sich wehren. Also das ist insofern nichts Neues und ich glaube auch nicht, dass das nochmal wesentlich verschärft würde. Allerdings gibt es eben bei dem Verbotsverfahren viel zu gewinnen, nämlich sozusagen die Erlösung der Demokratinnen und Demokraten von der AfD als Partei, von ihren Parlamentariern in allen Parlamenten, vom Gemeinderat bis zum Europaparlament, von ihren tausenden hart rechtsradikalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die alle von Steuergeld finanziert, täglich 24 Stunden Hass und Hetze unter die Leute tragen. Also ich glaube, wir können überhaupt nur noch gewinnen, wenn es uns gelingt, die Organisationsstruktur der AfD zu zerschlagen. Und ich sehe in einem Verbotsverfahren die einzige Möglichkeit dafür. Aber Herr Wanderwitz, Sie wissen das ja auch. Die Anhängerschaft der AfD hat sich sozusagen verfestigt, auch ideologisch verfestigt. Man redet ja mittlerweile von einem deutlich größeren, harten Kern der Unterstützung, auch in den Kernforderungen, auch im völkischen Nationalismus, für den die AfD ja steht. Sehen Sie nicht die Gefahr, dass da 10-20% oder vielleicht sogar auch noch mehr der Bevölkerung plötzlich politisch heimatlos werden und es dann zu ganz anderen antidemokratischen Bestrebungen, insbesondere in Ostdeutschland, kommt? Also in der Tat glaube ich, dass ein gewisser Prozentsatz der derzeitigen Unterstützerinnen und Unterstützer, Wählerinnen und Wähler der AfD dann ein Stück weit heimatlos wäre. Sie finden dann jedenfalls in den Parlamenten ihre Positionen nicht mehr abgebildet. Das sind aber auch keine demokratischen Positionen, über die wir hier sprechen, sondern es sind ausdrücklich Positionen, die außerhalb des Verfassungsbogens stehen. Und ich finde, für die gibt es auch keinen Anspruch, dass sie in einer Demokratie in den Parlamenten repräsentiert werden. Klar ist, die AfD ist, wenn das Verbotsverfahren gelingt, Geschichte. Das, was in den Köpfen ihrer Wählerinnen und Wähler ist, an undemokratischem Gedankengut, ist es nicht. Diese Aufgabe ginge weiter. Aber ich glaube, wir hätten wesentlich größere Chancen, sie zu meistern, wenn wir die Organisationsstruktur der AfD vorab zerschlagen haben. Aber es ist ja doch sozusagen das härteste Schwert der wehrhaften Demokratie, das Parteienverbot, oder eines der härtesten Schwerter. Warum fangen eigentlich all die anderen Werkzeuge im Werkzeugkasten der wehrhaften Demokratie nicht? Warum verfängt es nicht, dass in allen ostdeutschen Bundesländern die AfD von den Ämtern für Verfassungsschutz als rechtsextremistisch dargestellt wird? Ich meine, das hat ja Konsequenzen, insbesondere beamtenrechtliche Konsequenzen. Leute können ja ihren Job verlieren. Warum verfängt das eigentlich alles nicht? Also die, sage ich mal, vielleicht schwächeren Mittel im Vergleich zum Parteienverbot. Also mein Eindruck ist, und den habe ich in vielen Gesprächen erlebt, und das sehe ich auch täglich, wenn ich beispielsweise meinen E-Mail-Eingang checke, dass ein nicht kleiner Teil der Menschen, der Bevölkerung und ein großer Teil der Unterstützerinnen und Unterstützer der AfD
mit dem Verfassungsbogen, den unser Grundgesetz schlägt, wenig anfangen können. Und dementsprechend fasst es sie auch nicht an, wenn man ihnen dann sagt, dies oder jenes, zum Beispiel eben so eine Einstufung des Landesverbands, ist extrem außerhalb des Verfassungsbogens, das ist diesen Leuten schlechter denn egal. Und da sind wir wieder bei dem, was am Anfang unseres Gesprächs eine Rolle gespielt hat, nämlich, dass gewisse Positionen diese Leute eben für richtig halten und es ihnen gleichgültig ist, dass sie außerhalb des Grundrechtekanons des Grundgesetzes stehen, sondern im Gegenteil, sie wollen, dass sie umgesetzt werden. Und dementsprechend sind sie sozusagen immun gegen das Argument, das sei rechtsextrem. Herr Wannels, jetzt haben Sie selber auch die Bürgermeisterwahlen im Osten angesprochen. Da werden nicht nur in Pirna, sondern jetzt auch am letzten Wochenende ist wieder ein AfD-Kandidat, der zum Bürgermeister gewählt worden, mit deutlicher Unterstützung gleich im ersten Wahlgang. Das sind zugegeben auch kleinere Orte, in denen die AfD da gewinnt. Wir haben ja die Kommunalwahlen vor der Brust. Sollte so ein Verbotsverfahren am Ende tatsächlich sich durchsetzen, und das dauert ja ein Weilchen, da kann man ja davon ausgehen, dass in der Zwischenzeit unglaublich viele AfD-Politiker ja auch in Ämtern sind. Die müssten dann alle wieder aus diesen Ämtern raus. Glauben Sie nicht, dass das zu einem großen Aufschrei in der Bevölkerung, insbesondere in Ostdeutschland, führen würde? Also Pirna ist nicht so klein, das ist die siebtgrößte Stadt Sachsens. Nein, Pirna nicht, sondern jetzt im Saale-Orla-Kreis. Jetzt Großschirma ist etwas kleiner, genau. Das hat nur 6.000 Einwohner. Ja, natürlich wird es dort, wenn es denn so kommt, den Aufschrei geben. Aber ich habe auch die Hoffnung, dass ein gewisser Teil der Unterstützerinnen und Unterstützer dann doch nochmal ein Stück weit in sich geht und sozusagen diese letzte große rote Karte, die ihnen das unabhängige Bundesverfassungsgericht zeigt, vielleicht doch in manchen Köpfen noch was ausmacht. Und alle anderen, mit denen werden wir hinterher schwere Debatten haben, das ist völlig klar. Aber die haben wir jetzt auch. Ja, Herr Leggewie, Sie haben die Argumente gehört. Sie sind ja trotzdem klar gegen ein Verbot. Überzeugt Sie das nicht, was Herr Steinke und Herr Wanderwitz hier gerade gesagt haben? Ja, im Gegenteil, es bestärkt mich noch, weil das ist ja magisches Denken, wenn man sagt, wir ziehen die rote Karte, wenn man eine solche Mütze mit einer Bevölkerung zu tun hat, wie sie Herr Wanderwitz gerade in den schwärzesten Farben beschrieben hat. Also 30% AfD heißt 70% andere. Das heißt, wir haben ganz andere Möglichkeiten, der AfD die gelbe oder rote Karte zu zeigen, nämlich bei Wahlen. Und die stehen jetzt an und ich sehe im Moment einen Kipppunkt. Davon hat Herr Wanderwitz auch schon gesprochen. Und der ist noch nicht vorbei. Die Massendemonstrationen haben gezeigt, wo das Volk agiert. Nicht dort, wo die AfD ist, sondern bei denen, die jetzt sich auf die Straße begeben haben, um dem Spuk ein Ende zu machen. Was fehlt, ist die Transformation dieser Demonstrationsenergie in ein entsprechendes parteipolitisches Verhalten. Ich sehe gewisse Anzeichen bei der CDU, wenigstens von diesem Irrglauben abzurücken, dass die Grünen der Hauptgegner seien. Das ist ja immer wieder gesagt worden. Herr Söder hält, glaube ich, immer noch daran fest. Herr Merz hat kürzlich verkündet, das sei ein möglicher Koalitionspartner. Da wird man etwas vernünftiger, weil die CDU, CSU, auch die FDP und insbesondere die noch in der Regierung, natürlich dieses Spiel der AfD, dass die Grünen der Hauptgegner seien, mitgespielt haben. Und sie haben die Grünen zum Feind erklärt. Und das ist die eigentliche Auseinandersetzung, sagen wir mal, zwischen libertären, liberalen Positionen, wie sie die Grünen heute verkünden. Verstanden. Und die eben in Richtung Klimawandel, Energiepolitik und so weiter gehen und den autoritären, nationalistischen Kräften. Verstanden, Herr Lenz. Das ist wichtig. Ja, ich habe das verstanden. Ich würde trotzdem noch mal gern zu dem ersten Punkt zurück, weil Sie gesagt haben, vor dem Hintergrund, dass die AfD noch weit entfernt davon sei, absolute Mehrheiten in Ostdeutschland oder anderswo zu erringen. Würden Sie es dann abhängig davon machen, wie erfolgreich die AfD in Zukunft ist? Das heißt, sollte sie tatsächlich an die Macht kommen, wäre für Sie die Frage des Parteiverbots möglicherweise anders zu beantworten? Nein, ich bin aus demokratietheoretischen und politischen Gründen prinzipiell dagegen, Parteien zu verbieten. Wenn man es nicht schafft, sie politisch zu bekämpfen und niederzuringen, dann nützt auch ein Verbot nicht. Ich bin auch aus pragmatischen Gründen dagegen. Herr Wanderwitz sagt, das Verbotsverfahren ist dann die Erlösung. Das Verbotsverfahren ist erstmal die Einleitung eines neuen Opfermythos der AfD, weil ein solches Verbotsverfahren dauert 1 oder 2 Jahre. Und was ist in der Zwischenzeit? Dann verpassen wir den aktuellen Kipppunkt genau der politischen Bekämpfung der Ultrarechten.
Und ein Verfahren, das dann möglicherweise auch noch vor dem Europäischen Gerichtshof gekippt wird, ist nun wirklich nicht der Weisheit letzter Schluss. Ich glaube, dass wir nicht so von der AfD erlöst werden, sondern indem sich die demokratische Mehrheit in diesem Lande entschlossen gegen die AfD richtet und ihnen zeigt, dass sie eine Minderheit sind und auch eine bleiben werden. Das ist die entsprechende Möglichkeit, die wir haben. Und da sollten wir auf diesem Weg fortfahren. Ich bin also aus pragmatischen wie aus wirklich prinzipiellen Gründen gegen ein Verstanden. solches Verbot. Ein Gedanke dagegen gesetzt nochmal von wegen Wunschdenken. Ich erlebe das so, dass insbesondere auch in den öffentlich-rechtlichen Medien, aber auch bei der Frage, ob die AfD jetzt in Talkshows sitzen darf oder ob die AfD in den Rundfunkräten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sitzt, immer dieses eine Argument eine Rolle spielt, solange eine Partei nicht verboten ist, muss sie genauso behandelt werden wie alle anderen im weitesten Sinne. Wir sehen also, dass ein Nichtverbot ja auch Auswirkungen hat, dass die Partei nämlich Bühnen zur Verfügung gestellt bekommt, die sie ansonsten möglicherweise nicht zur Verfügung gestellt werden kann. Unabhängig davon, ob die Argumentation richtig ist, dass man dieser Partei so breiten Raum gibt, ist das die reale gesellschaftliche Auswirkung eines Nichtverbots. Macht sie das nicht nachdenklich? Ja, ich bin ja ein nachdenklicher Mensch, denke über alle Optionen nach. Ich mache vor allen Dingen mal ein Gedankenexperiment. Wenn wir eben darüber gesprochen haben, dass die AfD die Macht ergreift, dann würde sie als erstes das Mittel des Parteiverbots zum Beispiel gegen die Grünen oder gegen die Linken anwenden. Dann sind viele Menschen, die jetzt so unmittelbar für ein Parteiverbot der AfD sind, die würden dann sagen, ja, das geht natürlich nicht. Aber wenn ich nicht prinzipiell sage, dass Parteienverbote von demokratischen Parteien, die gewählt werden, problematisch sind, immerhin das, dann muss mich dieses Gedankenexperiment dahin führen, dass ich sage, ja, das ist ein höchst problematisches Instrumentarium. Das zweite ist die vorgelagerte Instanz des Verfassungsschutzes, die hier immer erwähnt wird. Was beweist denn der Verfassungsschutz, was nicht jeder Journalistin und jeder Journalist oder jeder Politikwissenschaftler und in seit Jahren schon über diese AfD sagt? Das heißt, auch das Verbotsverfahren steht auf ausgesprochen schmalen Beinen in Karlsruhe. Wir haben das erlebt bei der NPD. Ich habe aber noch ein anderes Argument, weil Sie sagen, ja, dann kommen die in Talkshows. Es wird ja jetzt sehr kritisiert, dass der Spitzenkandidat der CDU in Thüringen mit Herrn Höcke diskutieren will. Ich halte das für ausgesprochen richtig, dass er das tut, weil diese Leute sollen sagen, was sie denken. Diese Leute sollen sich nicht verstecken können hinter dem vermeintlichen Verbotsdrohung oder dem Ausschluss aus der öffentlichen Debatte. Nein, sie sollen an allen Orten, wo man sie trifft, sollen sie vorgeführt werden und sollen das sagen, was sie sagen. Denn die meisten Menschen in Thüringen wählen Herrn Höcke nicht trotz seiner faschistoiden Tendenzen, sondern genau deswegen. Und es muss deutlich werden, den anderen, wohin das führt, damit die Mobilisierung der Mehrheit eintritt und damit dann möglicherweise die, von denen Sie eben gesprochen haben, die dann doch noch etwas bedenklich sind, sagen, ja, den Kerl, diesen gescheiterten Studienrat aus Hessen wähle ich dann doch nicht. Zwischen eine Bühne bekommen und vorgeführt werden ist ein breiter Graben, das haben wir zumindest in der Realität der Versuche gesehen, die AfD zu demaskieren, auch auf großen Bühnen. Aber ich will das gar nicht weiter vertiefen. Ronen Steinke, Sie haben gehört, was Klaus Legge wie gesagt hat, er ist prinzipiell dagegen, glaubt, dass der Opfermythos der AfD am Ende doch das größere Gewicht ist, insbesondere im Vorlauf dieses Verbotsverfahrens. Das überzeugt sie alles nicht. Also, Fragezeichen. mir ist es sehr sympathisch, so liberal und so prinzipientreu dran zu gehen und zu sagen, am liebsten würden wir ein System haben, in dem gar keine Parteien verboten werden können. Das Gedankenbeispiel, dass dann die AfD hergehen könnte und die Grünen verbieten, das hinkt natürlich deswegen, weil das Bundesverfassungsgericht entscheidet und nicht eine Regierung. Also, wir sind uns, glaube ich, einig, dass nicht eine Regierung hergehen können soll und bestimmen, welche Oppositionsgruppe verboten gehört. Aber wir sind uns, glaube ich, nicht einig darin, dass man so liberal sein sollte, dass man ganz blauäugig jeden mitspielen lässt. Die deutsche Geschichte hat es gezeigt, auch die Geschichte in anderen Ländern hat es gezeigt. Es ist möglich, dass Leute mit demokratischen Mehrheiten in die Parlamente einziehen oder auch nicht als Mehrheit zunächst und dann von innen heraus praktisch mit dem Benzinkanister den Brandstifter spielen im Parlament. Da gibt es Beispiele dafür. Und das zu verhindern, braucht irgendeine Form von Türsteher. Natürlich sollte das nicht die Regierung sein, die dann irgendwie eigene Interessen verfolgt, sondern sollte das eine neutrale Instanz sein wie ein Bundesverfassungsgericht. Aber das braucht es schon.
Ja, es braucht schon jemanden, der darüber wacht, dass nicht mit Gewalt und mit unlauteren Methoden ja, Leute platt gemacht werden im demokratischen Raum. Deswegen, also so sympathisch mir die Idee ist, wir sollten gar keine Verbote haben, wir sollten nur auf die Macht des Arguments setzen. Wir leben in einer Realität, wo es auch Akteure gibt, die mit brutalen Methoden agieren und wo wir uns nicht dann so fein herausreden sollten und ja, wir vertrauen nur auf die Macht unserer Argumente, sondern wir uns auch schon dafür wappnen müssen, dass Leute anders spielen. Der Hinweis, der gemacht worden ist, NPD-Verfahren gescheitert. Wie groß ist die Gefahr des Scheiterns vor dem Bundesverfassungsgericht mit einem solchen Antrag? Die ist sicher da, aber was wäre denn da verloren, wenn das Verfahren scheitert? Ja, das wäre Dann doch, hätte die also AfD angenommen, die möglicherweise den Menschen. Gütesiegel einer demokratisch vom Bundesverfassungsgericht geprüften Partei. Ja, aber da sind wir schon wieder dabei, was die AfD dann sagen würde. Ich glaube, machen wir uns mal davon frei, dass die AfD zu allem, was geschieht, immer sagen wird, sie ist das verfolgte Opfer und sie wird da irgendwie versuchen, propagandistisch Vorteile draus zu ziehen. Machen wir uns mal davon frei, dass die ohnehin da ihr Süppchen kochen und fragen wir uns mal, was bedeutet das für uns als Demokratie? Es bedeutet, dass die Richterinnen und Richter, die da nüchtern und beweiswürdigend drangegangen sind, gesagt haben, so groß ist die Gefahr nicht. Also unterstellt, dass die vielleicht da ganz vernünftig drauf blicken, würde das erstmal eine Entwarnung bedeuten und würde das nicht bedeuten, dass man nicht in 2, 3 oder 5 Jahren nochmal die Sache prüfen kann. Ich finde gar nicht, dass man da, also dass das so eine Katastrophe wäre. Ich finde, es wäre eine Katastrophe, wenn man es gar nicht prüfen lässt. Und das ist ja das, worüber wir gerade diskutieren. Soll man die Sache vor das Bundesverfassungsgericht bringen, damit es dort geprüft wird oder nicht? Und ich fände das noch nicht mal zu prüfen. Weil man Angst hat, es könnte ja kein Schuldspruch dabei rauskommen. Das ist wirklich naiv und fahrlässig. Ja, aber es gibt ja doch ein Darf ich Argument, mich noch dass einmal er zu Wort melden? ja gerne, Herr Legewie, ich hätte sowieso gerade, wäre noch mal auf einen Punkt und Ach würde so. das noch gern an Herrn Wanderwitz weitergeben. Einer der Gründe, die Sie ja oder eine der Begründungen, die Sie ja gesagt haben, ist ja im Prinzip auch ein wichtiges Gut im Rechtsstaat, nämlich das der Verhältnismäßigkeit. Also ist das ein geeignetes Mittel, um den Spuk zu beenden oder gibt es andere Möglichkeiten? Und die Frage würde ich gerne nochmal an Herrn Wanderwitz geben. Ist wirklich alles ausgereizt oder müssen wir uns eingestehen, dass alle Versuche im demokratischen Diskurs, diese Partei zu stellen, der Öffentlichkeit klarzumachen, dass das eine Partei ist, die einen völkischen Nationalismus vertritt, den man in diesem Lande nie wieder haben will, dass es eine Partei ist, die der verlängerte Arm von rechtsextremistischen, ja und sogar rechtsterroristischen Strukturen im Ansatz in den Parlamenten ist. Das alles ist gescheitert. Aufklärung ist offenbar gescheitert und auch der Versuch der politischen Mitbewerber, diese Partei in den Parlamenten zu stellen, scheint insoweit jedenfalls gescheitert, dass die Umfragewerte der Partei dadurch nicht gelitten haben, auch die Wahlergebnisse nicht gelitten haben. Was soll dann ein Parteienverbot tatsächlich noch darüber hinaus erreichen, wenn das alles schon nicht gefruchtet hat? Also zunächst einmal ist das in der Tat leider meine ernüchternde, nüchterne Analyse. Ich bin bei Professor Leggewie, dass ich eine Resthoffnung habe, was das Wahljahr 2024 betrifft. Ich bin allerdings auch bei ihm, was seine Einschätzung zur Europawahl betrifft. Insofern will ich mir den Aufruf, wählen zu gehen, auch bei der Europawahl ausdrücklich zu eigen machen. Und wir haben ja noch die Und ich bin Kommunalwahlen, die man nicht unterschätzen sollte, ne? absolut. Wir haben ja schon über Kommunalwahlen gesprochen. Üblicherweise finden diese Kommunalwahlen, die AfD-Bürgermeisterinnen oder Landräte hervorbringen, mit relativ überschaubaren Wahlbeteiligungen statt. Was ich noch nie verstehen konnte, weil vor Ort ist weniger Partei, da geht es darum, wird das Feuerwehrgerätehaus, wird der Sportplatz, wird die Schwimmhalle ertüchtigt, werden Vereine unterstützt. Also ich sage mal, kleiner, mundgerechter kann man Politik eigentlich nicht bekommen. Ich habe noch nie verstanden, dass da nicht alle mitmachen in Gemeinderäten, in Kreistagen oder sich dafür interessieren. Na gut, in Groß Aber Schirmer es ist jetzt, so. wir hatten es angesprochen, deutlich über 70% Wahlbeteiligung und ein AfD-Kandidat, der im ersten Wahlgang mit, glaube ich, rund 60% die Wahl gewonnen hat. Das heißt, auch bei hohen Das ist in der Tat. Wahlbeteiligungen kann die AfD offenbar zumindest jetzt in kleineren Gemeinden gewinnen. Ja, also das ist ja das, was ich schon sagte. Ich bin da frei von Illusionen. Die AfD ist in den ländlichen Regionen der neuen Bundesländer fest verankert, hat dort
zumindest relative Mehrheiten. Bisher zeigte der Weg nur in Richtung immer mehr Zustimmung und alle Argumente haben nicht gefruchtet. Weswegen ich eben wieder bei dem Ergebnis bin, dann muss das scharfe Schwert eben her. Und das Ergebnis des scharfen Schwertes wäre eben, dass diese Parteistruktur zerschlagen wird. Die Aufgabe dann zu verhindern, dass direkte Nachfolgeparteien erfolgreich sind, die Aufgabe, die Menschen mit Argumenten zu erreichen, bliebe gleichwohl, aber sie hätte eine größere Chance. Und einen Punkt will ich noch aufgreifen, ebenfalls von Professor Leggewi, weil er ja wie üblich sehr viel Kluges sagt. Ja, dieses Aufeinander-Eindreschen von Demokratinnen und Demokraten ist das Spiel der AfD. Wir müssen damit aufhören, alle miteinander, auch wir als Union und insbesondere dieses Abarbeiten an den Grünen, was wir die letzten Monate gesehen haben, beispielsweise auch aus meinem Landesverband heraus, obwohl wir eine gut funktionierende Koalition in Sachsen miteinander haben, SPD, Grüne und CDU, ist toxisch für die Demokratie, weil es sozusagen aus der Betrachtung von AfD-Wählerinnen und AfD-Wählern demokratische Parteien auf eine Stufe mit ihnen stellt. Und es gibt ja auch durchaus Historiker, die sagen, der Erfolg der Nationalsozialisten in Deutschland sei vor allem darauf zurückzuführen, dass die demokratischen Parteien oder die bürgerlichen Parteien der Weimarer Republik hier nicht zusammengestanden haben. Warum wird das in Ihrer Partei nicht wahrgenommen? Warum hat man in den letzten Monaten diese vergiftete Diskussion insbesondere gegenüber den Grünen erlebt? Naja, es ist ja nicht so, dass wir dazu in der Union, in CDU und CSU nicht unterschiedliche Sichtweisen hätten. Und wir reiben uns ja auch aneinander. Und es wird ja auch medial beispielsweise gespiegelt. Also die Debatte ist noch nicht zu Ende sozusagen. Ein Stück weit ist es vielleicht auch das Unterschätzen der Größe der Gefahr, die da von rechts außen droht. Wenn wir die nicht hätten, dann könnten wir uns vielleicht auch ein bisschen robuster anpacken, wenn die Grünen beispielsweise hart ideologische Positionen besetzen, was sie ja hier und da tun, denen man das auch vorwerfen kann. Allerdings ist eben Sprache so unheimlich wichtig. Deswegen wurde beispielsweise Angela Merkel als Bundeskanzlerin auch nie müde, darauf hinzuweisen. Wir Demokratinnen und Demokraten müssen unsere Sprache sorgfältig wählen und wir müssen aufpassen, dass die Diskurse nicht so verrohen, wie die AfD es ja genau will. Mhm. Seit die AfD im Deutschen Bundestag ist, haben sich beispielsweise die Zahl der Zwischenrufe und der Rügen, die damit einhergehen, vervielfacht, weil einfach die AfD sozusagen ein undemokratisches Element hineinbringt, weil sie Hass und Hetze in die parlamentarischen Debatten genauso wie in die Debatten am Gartenzaun und am Arbeitsplatz hineinträgt. Das ist ihr Spiel. Sie wollen den Diskurs verrohen, damit am Ende ihre menschenfeindlichen Argumente unwidersprochen einsickern. Klarer Appell an die eigene Partei, auch an den eigenen Parteivorsitzenden. Also ich habe da offen gesagt an Friedrich Merz wenig auszusetzen in den letzten Wochen und Monaten, was diese Thematik betrifft. Er ist, wie sich das für den Vorsitzenden der stärksten Oppositionspartei und Oppositionsfraktion gehört. Und andere Äußerungen, das war nur... Sie kennen ja die Kritik an Friedrich Merz. Ja, ich habe ja gesagt, in den letzten Wochen und Monaten, mir hat auch das eine oder andere nicht so gut gefallen, was ein bisschen länger zurückliegt, das habe ich auch seinerzeit gesagt. Also mein Eindruck ist, dass Friedrich Merz dort sehr klar ist. Er kommt seiner Aufgabe nach, unserer Aufgabe nach, nämlich die Regierung darzustellen, wo sie nicht gut arbeitet. Und er tut das aus meiner Sicht in einer absolut angemessenen Sprache. Gut, Herr Leggewi hatte sich gemeldet. Sorry, dass ich Sie ein bisschen abwarten lassen, aber jetzt bitte. Kein Problem. Ich wollte nur ein bisschen in Frage stellen, ob ich jetzt der Blauäugige bin oder andere. Also ich bin nicht ein blauäugiger Liberaler, der ans Gute im Menschen glaubt und da wird schon alles gut gehen. Der Verweis auf die Weimarer Republik ist ein bisschen schräg oft. Sie haben es eben gerade schon zu Recht gesagt, die Weimarer Republik ist nicht an den Extremen zugrunde gegangen, sondern an der Schwäche der Mitte. Und deswegen muss im Moment das Augenmerk liegen auf dem, was machen die bürgerlichen Parteien der Mitte, das sind eigentlich alle außer der AfD im Moment, was machen die jetzt? Verschärfen die den Diskurs, die Rhetorik,
die Polarisierung, die die AfD ins politische Leben hineingebracht hat? Oder bringen Sie es fertig, ohne Ihre Rollen als Opposition und Regierung aufzugeben, so etwas darzustellen wie die Notwendigkeit Bevorzugbarkeit der Demokratie als Herrschafts- und Lebensform? Das wird im Moment nicht vorexerziert. Das heißt, hier findet ein Gemetzel statt, ein rhetorisches, zwischen innerhalb der Ampelkoalition und auch zwischen Opposition und Regierung. Das ist nicht zuträglich. Wir sind uns in Fragen der Klima-Energiepolitik zu 80% einig, und das sollte deutlich werden. Wir sind uns in Fragen der Migrationspolitik, einer legalen, humanitären, zu 80% einig. Aber immer wieder werden dann irgendwelche Streitrosse nach vorne geschickt, die das Gegenteil sagen. Das kommt nicht gut an und verschärft die Polarisierung und unterstützt den Diskurs der AfD. Das heißt, die Bewegung, die jetzt in der Gesellschaft, in der sogenannten Zivilgesellschaft, Bürgergesellschaft da ist, die sagt, nein, machen wir nicht, wir sind die Mehrheit, die muss sich parteipolitisch niederschlagen, ohne dass die Rollen vertauscht werden. Die Opposition soll die Opposition sein und die Regierung, aber sie sollen beides vernünftig machen, in einer nicht nur sprachlich besseren Form, sondern auch inhaltlich besseren Form. Also es geht jetzt wirklich um die CDU-CSU, und hier möchte ich noch mal ganz kurz auf die europäische Ebene verweisen. Mein Problem ist im Moment weniger Herr Merz. Herr Merz ist für mich ein CDU-Chef der 80er Jahre, der irgendwie zurück will in diese Zeiten. Und ich glaube, Herr Merz hat die meiste Angst nicht vor der AfD, sondern vor den Popularitätswerten von Herrn Wüst, der eben viel deutlicher auch sagt, wir müssen hier in der Mitte zusammenhalten, Klammer zu. Ich glaube, das Problem ist das Europäische Parlament und die Europäische Volkspartei, wo eben Herr Weber meines Erachtens nicht wirklich als Garant dafür gelten kann, dass keine Öffnung nach rechts außen passiert. Ja, Herr Wanderwitz, direkt dazu. Also weil das ist ja eine Kritik, die wir auch häufiger hören, dass es zu viele Kräfte in der CDU gibt, insbesondere auch im Europaparlament. Bitte schön, Herr Wanderwitz dazu. Naja, das schätze ich schon ein Stück weit anders ein. Wir haben die letzten Monate mehrfach Debatten geführt, die nicht ganz einfach waren, was die europäische Ebene betraf, beispielsweise als es um Italien ging. Aber ich für meinen Teil kann auf den Parteitagen, wo ich beispielsweise als Delegierter gewesen bin in den letzten Jahren, klar sagen, dass dort immer wieder der Applaus bei denen lag, die dort eine klare Abgrenzung hatten und die Beschlusslage auch eine entsprechende ist. Allerdings haben wir in der Tat ein Problem dahingehend, dass in Europa die unzweifelhaft demokratischen Kräfte noch viel mehr unter Druck sind, als das aktuell auf Gesamtdeutschland bezogen der Fall ist, weil wir die beiden großen rechten Blöcke haben, die immer stärker werden, weil auf der anderen Seite Gravitationskraft verlieren und damit sozusagen die klassische europäische Koalition, die wir alle im Grunde genommen gar nicht anders kennen, von Wahl zu Wahl schwächer wird. Herr Wanderwitz, ich kann Ihnen das, was Herr Legge wieder gesagt hat, nur aus meiner eigenen Erfahrung bestätigen. Also die Angriffe und der Ton gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk beispielsweise, wenn ein Magazin wie Monitor die CDU kritisiert oder Herrn Merz kritisiert, das hat sich schon radikal verändert. Also da kommen auch aus der Mitte Ihrer Partei plötzlich Stimmen, die sagen, einen solchen öffentlich-rechtlichen Rundfunk muss man abschaffen. Und man hat das Gefühl, nur weil man zu dünnhäutig gegenüber der Kritik geworden ist, wird hier plötzlich das scharfe Schwert ausgepackt. Und das sind Töne, die ich aus der CDU zumindest auch in dieser Breite noch vor einigen Jahren nicht so wahrgenommen hat, selbst wenn wir da auch die CDU als Regierungspartei hart angegangen sind. Ne? Also ich bin ja nun von Hause aus gelernter Kultur- und Medienpolitiker seit vielen Jahren. Bin stellvertretender Vorsitzender des entsprechenden Bundestagsausschusses. Bin auch beispielsweise, weil Medienpolitik ja vorrangig Landespolitik ist, seit vielen Jahren da, wo Bundespolitiker auszurichten haben, nämlich bei der Deutschen Welle entsprechend engagiert. Wir haben jüngst erst uns als CDU Deutschlands mit dem Thema Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks befasst. Und das Papier, was dabei rausgekommen ist, finde ich persönlich sehr gut. Und da steht nichts von all dem drin, was auch nur in die Richtung von Abschaffen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ginge. Es gibt einige Baustellen, völlig klar. Das ist zum Beispiel der Auftrag, das ist die Gebührendebatte. Dafür haben wir jetzt Antworten gesucht und haben, glaube ich, gute Antworten gegeben. Und da ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk natürlich in all seiner Staatsferne auch
gefordert, darüber nachzudenken. Ja, es ging mir eher um den Sound. Es ging mir eher um den Sound, der da plötzlich zu hören ist, wo ich dachte, meine Güte, das kannte man selbst zu Zeiten, als Helmut Kohl noch Bundeskanzler war, so nicht. Ne? Aber geschenkt, ich wollte es gar nicht vertiefen. Ronen Steinke hat sich noch gemeldet dazu. Sorry, ich hatte das gerade überhört. Also, ich hätte gern die Gelassenheit zu sagen, lassen wir es doch dem demokratischen Diskurs, das stärkere Argument wird siegen und die AfD wird sich schon wieder erledigen oder wir werden sie am Wahltag kleinkriegen und auch wenn es ein paar Jahre dauert. Aber ich glaube, diese Gelassenheit zu haben, ist ein ziemliches Privileg. Ich glaube, dass viele Menschen in Ostdeutschland beispielsweise, aber nicht nur dort, die eine Migrationsgeschichte haben, die wirklich Angst haben vor dem, was da kommen kann, nicht alleine gelassen werden sollten. Und da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass der Diskurs nicht von denjenigen nur geführt wird, die im Trockenen sitzen und sagen, naja, wir können es uns leisten, da ein bisschen geduldig drauf zu blicken und im Großen und Ganzen wird sie sich schon zurechtruckeln, sondern die Demokratie muss gerade diejenigen beschützen, die vulnerabel sind und denen geht es jetzt wirklich, wirklich ans Leder. Wenn man da hört, was für Töne aus der AfD kommen, die Tagung in Potsdam ist schon angesprochen worden, das ist ja nur ein Beispiel. Ja, also für wirklich Gewaltfantasien, für Vertreibungsfantasien. Also wenn wir da jetzt nicht sagen, wir stellen uns schützend vor die Minderheiten, wir halten zusammen und wir lassen nicht zu, dass sowas einfach geschehen kann, dann machen wir wirklich was falsch. Und die übrigens überhaupt nicht neu sind, um das mal ganz klar zu sagen. Das Erstaunliche bei diesen Recherchen, die jetzt rausgekommen sind, man hätte sich ja auch nur Herrn Höckes Buch vornehmen müssen können oder Herrn Kras Buch vornehmen können. Da stehen ja all diese Deportationsfantasien schon drin. Das zeigt ja auch, wie lange es zum Teil braucht, bis eine Gesellschaft offenbar versteht, um was es da eigentlich gerade geht. Ne? Und das muss man sich auch klar machen, dass geht ja nicht nur darum, dass dann am Staatsbürgerschaftsrecht irgendwie eine Diskussion geführt wird, wer ist wirklich ein Deutscher? Ich meine, die könnte man ja sogar führen. Wir hatten früher ein anderes Staatsbürgerschaftsrecht als heute. Das ist in der Demokratie durchaus legitim, dass man da verschiedene Meinungen hat. Sondern da geht es darum, dass Leute in ein Flugzeug gezerrt werden, ja, oder geprügelt werden, weil die Regierung dann der Meinung ist, deren Stammbaum ist nicht gut genug für Deutschland. Also das sind Szenarien, dass die überhaupt schon sozusagen ventiliert werden von Leuten, die in der Nähe der Macht sind. Da ist jetzt wirklich ein Punkt erreicht, bitte, wo man ernst darüber spricht. Und ich wollte mit Blick auf die Union sagen, weil ich diese Zerrissenheit ja wahrnehme und weil ich da sehr sympathisiere mit dem innerparteilichen Kampf, den Herr Wanderwitz führt. Die Union in der Tat wird sich entscheiden müssen in Thüringen, in Sachsen, in welche Richtung sie kippt. Sie hat entweder die Möglichkeit, nach rechts zu kippen oder nach links zu kippen. Also eine der beiden Brandmauern muss sie reißen, sonst funktioniert das alles nicht mehr. Und es ist im Grunde eine Entscheidung zwischen, naja, mehr Macht, weil ich glaube, rein machttaktisch wäre eine Öffnung hin zur AfD, ja, würde sie gut funktionieren, würde sie einigen Menschen in die Hände spielen und es würde auch der Union ermöglichen, mit dem Kampf gegen das Gendern und mit härterem Umgang mit Flüchtlingen und sowas sogar Punkte zu machen. Es ist die Abwägung zwischen der Macht und dem Anstand. Und ich würde mir sehr wünschen, dass dann der Anstand am Ende siegt, dass man sozusagen erkennt, es schadet uns am Ende allen, wenn wir uns über die demokratischen Regeln hinwegsetzen. Danke, Ronen Steinke. Julia, wir haben jetzt viel über Kipppunkte in dieser Gesellschaft gesprochen. Wohin kippt die Gesellschaft, insbesondere im Osten? Jetzt haben wir diese Demonstrationen erlebt und du bist ja auch viel im Osten unterwegs gewesen und hast viel mit der Zivilgesellschaft zu tun. Erleben wir gerade eine Stärkung dieser Zivilgesellschaft und ist es das, was allen Demokraten, die sich gegen Rechtsextremisten wenden, Hoffnung geben müsste? Also nicht nur für die westlichen Großstädte, in denen die Demonstrationen ja sehr groß waren, sondern auch für die ländlichen Gegenden in Ostdeutschland? Also ich glaube, es ist unheimlich wichtig, was da gerade in Kleinstädten in Ostdeutschland passiert, weil das, was man oder was ich erlebe, wenn ich da vor Ort bin, war vor diesen großen Demonstrationen, jetzt ist meistens, dass da wenige laute, anständige einen ziemlich einsamen Kampf führen, auch einen persönlich sehr gefährlichen Kampf, weil da eben jeder jeden kennt, weil man weiß, wo jemand wohnt, der sich vielleicht laut gegen rechts engagiert.
Und weil die AfD und extrem rechte Positionen einen sehr großen Rückhalt da haben, schon, also auch schon lange vor der AfD. Deswegen ist das jetzt, glaube ich, und das sagen ja auch viele, das zu sehen, da, wir sind eben doch mehr. Wir schaffen es auch hier, nicht Zehntausende, aber Tausende oder ein paar Hunderte zusammenzukriegen. Total wichtig auch zur Vernetzung untereinander. Da entstehen ja auch neue Strukturen, um sich zu überlegen, wie schaffen wir hier den Kampf für die Demokratie und gegen rechtsextreme Positionen. Glaubst du, dass das Wahlergebnis beeinflussen wird? Im Osten insbesondere? Ich kann jetzt nicht in die Zukunft blicken. Ich glaube schon, dass es für die Unentschlossenen auch da, dass das was mit Menschen macht, zu sehen, die Position, von denen ich vielleicht dachte, dass ich damit hier in der Mehrheit sind oder dass die hier komplett überwiegen, das ist doch nicht so. Weil was man in den letzten Jahren gesehen hat, sind zum Beispiel diese Montagsspaziergänge, wie sie dann verharmlosend genannt wurden. Und das war vor allem eine sehr große Präsenz von verschwörungsideologischen und rechten Menschen, gerade auch da im ländlichen Raum. Insofern glaube ich, dass das kann schon einen Einfluss haben, aber man sieht es ja an den Umfrageergebnissen im Moment, dass es jetzt bisher zumindest in den ostdeutschen Bundesländern noch nicht den ganz großen Umschwung gibt. Herr Wannerwitz, wir waren Darf ich gerade im dazu was Osten. ergänzen? Ja, Herr Leggewi, bitte kurz, ja. Ja, nur ganz kurz. Ich möchte das ausdrücklich unterstützen, dass sich im Osten auch was tut, dass wir das nicht sozusagen so schon abschreiben, so ungefähr. Und damit nochmal zu den Punkten, die eben gesagt wurden. Haben wir denn keine anderen Waffen mehr? Doch, wir haben welche. Zum Beispiel der durch Selbstmord geendete Bürgermeister von Großschirma, der ist ununterbrochen durch den jetzt neuen Bürgermeister unter Druck gesetzt worden. Und er ist vieles passiert worden, was eigentlich in meinen Augen im strafrechtlichen Bereich liegt. Und Minderheiten schützen, natürlich, Herr Stenge, dann natürlich müssen wir Minderheiten schützen. Und da genau muss der Staatsschutz, muss die Polizei sehr viel deutlicher werden, als das bisher der Fall ist. Also ich glaube, dass wir natürlich Möglichkeiten haben, die Auswüchse gerade in Richtung Putschismus, Gewalt, deutlicher zu bekämpfen, als das bisher passiert ist. Da muss ein Zeichen gesetzt werden, dass wir sagen, bis hierhin und keinen Schritt weiter. Herr Wanderwitz, zu den Demonstrationen, wie viel Hoffnung macht Ihnen das und wie kritisch sehen Sie das, dass an einigen dieser ostdeutschen Demonstrationen, das zeigen zumindest unsere Reportagen vor Ort, die CDU gar nicht beteiligt ist? Also ich habe schon, habe ich ja vorhin auch schon proaktiv angesprochen, diese Demonstration, dieses Aufstehen macht mir Hoffnung. Ich bin selbst auf mehreren bisher gewesen und beabsichtige da auch weiterhin hinzugehen. Und ich treffe dort viele Menschen, die ich schon kenne, die zum demokratischen Spektrum gehören. Und ich treffe da auch Menschen, die mir sagen, ich bin seit 1989, 90 noch nie wieder auf einer Demonstration gewesen. Und Letzteres vor allen Dingen macht nochmal besonders Mut. Wie es ausgeht, werden wir im Laufe des Jahres 2024 erfahren. Die Grundvoraussetzungen im Osten sind wesentlich schlechter als in den alten Bundesländern, weil die letzten Jahre so waren, wie sie waren. Aber da wir alle optimistische Menschen sind, bin ich in der Tat dafür, dass wir alle da, wo wir stehen, beitragen dazu, dass es gelingen kann. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Das war dann tatsächlich das Schlusswort. Vielen Dank, Herr Wanderwitz, für Ihre klaren Worte. Vielen Dank, Professor Leggewi nach Gießen. Vielen Dank, Ronen Steinke. Und vielen Dank auch Julia Reges, für die tollen Einsichten. Ja, und das verbinde ich nochmal mit einer Empfehlung an den Film Der AfD-Staat, Rechtsextreme an der Macht in der ARD-Mediathek oder auf unserem YouTube-Kanal. Abonniert diesen Kanal, dann entgeht euch auch künftig nichts, was wir machen. Ich sage vielen Dank für diese Runde. Wir werden bei diesem Thema auf jeden Fall dranbleiben und sage Tschüss aus Köln, bis zum nächsten Mal.